Einen schönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum neuen Wochenauftakt, zur neuen Handelswoche hier beim JFD Devisenradar. Ich begrüße wieder an dieser Stelle Christian Kämmerer und wir wollen heute auf ein Währungspaar schauen, um dessen es hier in den vergangenen Wochen relativ ruhig wurde. Hintergrund ist hier, Sie sehen es ja schon, Britisch Pfund, Schweizer Franken. Im Schweizer Frankenschock vom 15. Januar begründet, der sich hier sicherlich mehr als nachhaltig bei dem einen oder anderen Devisenpaar auswirkte. Schauen wir uns aber das Verhalten hier beim britischen Pfund gegenüber dem Schweizer Franken an. Da fällt auf, dass wir diesen Schock relativ betrachtet zu vielen anderen Währungspaaren gut verdaut haben. Wir sehen hier diese Kerze der Handelswoche vom 15.01., diesen starken Abverkauf, diese starke Korrekturbewegung, aber wir hatten hier, neben dem, dass wir dann auch wieder anständig zurückgekehrt sind, hier eine stete, relativ stark ausgeprägte Erholungsbewegung bis in den Bereich 1,50 gesehen. Wohlbemerkt, das Hoch zuvor 1,55, also sprich knapp 500 Pips nur weg vom eigentlichen Mehrjahreshoch. Im Grunde genommen ist hier der starke Schock, der Ausverkauf vom 15. Januar durchaus verdaut, hier mit Blick auf den Wochenchart, auf das Wochenchartintervall. Und jetzt ist die Frage, wie geht es denn nun weiter für den britischen oder für das britische Pfund gegenüber dem Schweizer Franken? Und jetzt wollen wir uns das mal genauer anschauen hier im Tagesschartintervall. Da lässt sich, und ich zoome mich mal ein Stück weit raus, schwupp, hier diese starke Ausverkaufskerze feststellen vom 15.01. eben hier die sukzessiv erfolgte Erholungsbewegung. Dann gab es hier nach dem Anschlusshoch vom 11. März mit einem Hoch von 1,5194 eine entsprechende Konsolidierungsbewegung und diese führte dazu, dass wir jetzt hier einen Bereich haben um 1,42. Sie sehen diese grüne Horizontallinie, der hier nicht nur unlängst zuvor im Februar als Widerstand diente, dann einen Rollentausch vollzogen hat, um im März hier letztlich als Unterstützung zu fungieren und dem Fortschreiben hier im April Gleiches zu vollziehen. Wir haben jetzt hier bei 1,42 einen guten Support, der, wenn auf Tagesbasis verteidigt werden kann, hier grundsätzlich weiter oder wieder anziehende Preise in Aussicht stellt. Auf der Oberseite dann hingegen hier ganz klar zu erkennen, ein kurzfristig etablierter Widerstandsbereich zwischen 1,44,15 und 1,44,20. Also hier ganz klar der Deckel auf der Oberseite. Wenn es denn hier zu einer Aufwärtsbewegung kommt, sollte man aufpassen, was das Währungspaar in eben diesem Bereich macht. Und im Prinzip kann man den Tageschart jetzt sehr, sehr gut auswerten. Eben ab dem Zeitpunkt des Ausverkaufs hier vom 15.01. lässt sich eine Stabilisierungsbewegung erkennen, eine Erholungsbewegung gefolgt von Stabilisierungsimpulsen. Und jetzt stehen wir hier unmittelbar vor einem weiteren Impuls, der entweder nach oben führt oder natürlich neue Verluste nach sich zieht. Aber wenn wir hier die Saisonalität betrachten, und Sie wissen, das nehmen wir hier im Radar immer wieder gern auf, Wochenrückblick oder Wochentagesstärke machen wir später, dann sehen wir hier mit Blick auf die kommenden 20 Handelstage bis in den Mai hinein eine sicherlich volatile, aber tendenziell aufwärts gerichtete Tendenz, die hier dafür spricht, dass das Währungspaar, wenn wir hier über 1,4420 per Daily Close gehen, eine weitere Aufwertung vollziehen kann, die dann mit Blick auf die nächsten Tage in Richtung 1,4750/1,50 plus führen kann. Definitiv ein Paar, was man hier im Auge haben sollte. Und wenn wir uns jetzt hier den Stundenchart anschauen, dann sehen wir hier eine sehr, sehr starke Momentumkerze. Aktuell, just schraubt sich das Paar hier wieder sehr, sehr stark nach oben. Wir haben bislang einen Bewegungsimpuls vollzogen von 68 Pips, sind hier gerade auf Tageshöchstniveau. Obacht geben, das Paar bewegt sich im Schnitt so um die 90 bis 100 Pips. Das heißt, wir haben hier rein technisch für heute durchaus noch Potenzial, aber wenn wir uns den Tagesschart mal anschauen, dann werden wir auch hier jetzt mal die Zone von 1,42 definieren als Support. Sehen wir hier sehr schön. Und auf der Oberseite, wie gesagt, die 1,4420. Hier ein sehr, sehr schöner, klar definierbarer Widerstandsbereich. So, lange ist her, aber man kann tatsächlich mit dem Paar jetzt hier wieder was anfangen und drum genug, hier dieses heute in die Sendung zu nehmen. Was haben wir noch, wenn wir uns den Stundenchart anschauen? Das geübte Auge wird es auch ohne Linien erkennen. Man kann hier vom Hoch ausgehend aus der vergangenen Woche einen Trendkanal zunächst darstellen, der sich hier jedoch durch eine Art bullische Flagge kennzeichnet. Schauen Sie sich das an. Wir werden hier versuchen, die Tiefpunkte miteinander zu verbinden. Man kann auch sogar ein Stück enger das Ganze ziehen. Hier geht es, wie gesagt, um die grobe Einschätzung dessen, wie man das in der Konsequenz fortschreiben kann. Und dann sehen wir, dass wir hier eine Art Bullflag haben.
dass direkt nach dem Anschluss hoch hier am Widerstand von um 1,4420 schiebt sich das Paar jetzt hier auf Stundenbasis raus. Dann sieht das sehr, sehr interessant aus. Denn im untergeordneten Intraday-Bereich kann man hier auch noch eine kleine Widerstandszone ableiten, die ich auch wieder mal hier grafisch hervorhebe, um das Ganze ein Stück weit interessanter und visueller zu gestalten. Da sehen wir hier mit dem Hoch der aktuellen Kerze den Punkten hier vom 1.4. Ausbruch am 8.4. Rücklauf am 8.4. Dann hier nochmal am 9.4. Rücksetzer. Hier eine kleine Stauzone, eine Price Action Zone. Und jetzt sind wir hier unmittelbar an dieser oberen Trendlinie, dieser Flagge, dieses Trendkanals. Aufgrund des starken Momentums bislang, wir haben das Level bestätigt, würde es mich nicht überraschen, wenn wir jetzt hier nochmal ein Stück weit zurücksetzen, etwas oszillieren, aber geben Sie Obacht, wenn hier im kurzfristigen Bereich bereits Preise über 1,4350 generiert werden, dann spricht viel dafür, dass wir A, den Widerstand bei 1,4420 um 1,4420 attackieren und wenn es darüber hinausgeht, dann haben wir hier im Prinzip die Ziele, die wir auf dem Tageschart schon definiert haben, wieder vor uns liegen und das spricht in der Summe dann für eine sehr, sehr positive Entwicklung. British Pound, Schweizer Franken, mal lange, seit langem wieder mal im Visier hier vom Devisenradar. Wollen doch mal sehen, wie die weitere Woche verläuft. Ich werde das Paar explizit gesondert hier im Fokus behalten, gegebenenfalls nochmal im Radar aufnehmen oder bei einer JFD Live Trading TV Sendung gern mal in den Fokus nehmen. Das, meine lieben Zuschauer, wäre es schon gewesen für den heutigen Auftakt, für das heutige Devisenradar. Morgen 9.30 Uhr natürlich dann wieder mehr vom Schützenfest des Devisenmarktes. Ich sage danke fürs Einschalten, wünsche Ihnen jetzt noch einen guten Auftakt in die neue Woche und verbleibe bis bald, Ihr Christian Kämmerer.